Releases, heißt die vier Standardsets, die im ja, in Zukunft auf uns warten. Nach den vier Quartalen unterschieden haben wir quasi das nächste Set, was rauskommen wird, nach Crimson Vow. Wir springen direkt mal rein. Wir haben es schon befürchtet und es wurde auch schon vorher geleakt. Kamigawa Neon Dynasty im ersten Quartal 2022 mit so einer Cyberpunk-esken Shadowrun/asiatisch inspirierten Welt im futuristischen Setting. Also sehr viele Neonröhren, sehr viel Blau, sehr viel Pink, sehr viel Cyborg-Ninja, sehr viel futuristisch, Steampunk-mäßig. Wir haben ein paar Artworks gesehen, beziehungsweise ja doch zwei. Und ja. Wie ist denn dein erster Eindruck von Neon Dynasty? Ist Kamigawa was, wo du Bock drauf hast, wieder zurückzukehren? Also, was ich jetzt durchziehen wird, das muss ich einmal ganz kurz, mit dir habe ich ja schon drüber geredet, einmal ganz kurz Naja. zu dir sagen. Es wird sich durchziehen, dass ich drüber meckern werde, dass ich nicht genug Informationen bekommen habe, weil es eben ein Promo-Event war. Und wenn ich das beiseite lasse, es waren wunderschöne Artworks. Ich liebe Kamigawa. Cyberpunk ist okay für mich, also komme ich mit klar. Wenn eine Welt in Cyberpunk gehen sollte, dann Kamigawa. Und ja, solange sie Ninjas printen, bin ich glücklich. Also ohne Frage. Ich finde, es ist eine großartige Idee. Es ist ein cooles Set dafür und ich freue mich immens darauf. Ich hätte nur wieder mal gerne mehr Informationen gehabt. Irgendwas. Und es wäre nur gewesen so, hey, übrigens, wir haben hier auch noch Ninjas. Und, oder wir haben eine Fähigkeit oder so. Das Einzige, was sie angekündigt haben, ist, ja, der Herrscher in 2000 Jahren, denen dürft ihr euch bekannt vorkommen. Noch nicht mal Namen. Nichts. Gar nichts. Und das muss ich sagen. Das ist halt, das sind Announcements für Announcements für Announcements und das ist das, was mich den Stream gekillt hat. Aber ich glaube, also Kamigawa finde ich geil, habe ich Bock drauf. Ich weiß nicht, bei dir, Cyberpunk, habe ich noch nie wirklich so nachgefragt. Ist Cyberpunk was für dich? Also Cyberpunk, ich finde die Art Richtung schon sehr interessant und sehr geil. Ich habe jetzt so selbst noch nichts gespielt in die Richtung, was mir die Welt ein bisschen erklärt. Aber ich habe weder Shadowrun gespielt noch Cyberpunk 2000, ich weiß nicht, wie das Spiel heißt, was so broken war. Das habe ich alles leider nicht gespielt. Ich mag die Ästhetik. Ich habe schon viele, sag ich mal, gerade Animes und sehr viele Filme, die in dieser Richtung sind, sehr, sehr genossen. Eine Frage, die ich direkt wieder zurückschicken kann. Es gab einen riesen Aufschrei damals, als Godzilla Card zum ersten Mal rauskam, von wegen, oh, da ist ja ein Helikopter auf einer Magic-Karte. Jetzt haben wir hier Hightech Delight in einem Magic-Set auf Kamigawa. Bricht das für dich so ein bisschen die Fantasy-Immersion oder findest du es problematisch? Nee, überhaupt nicht. Also in einer Welt, wo ich mit riesigen Metallroboter-Golems spielen kann, die halt auch durch Luft, Liebe und Freundlichkeit laufen, natürlich. Und Magie, natürlich Magie. Das hat nichts mit Öl oder diese Schornsteine da oben. Da kommt schwarze Magie raus. Das ist kein Schornstein, wo ein Motor drin ist. Nein, nein. Wir haben das seit Jahren, seit Jahrzehnten. Auch ein Helikopter war für mich vollkommen okay, weil wir hatten schon fliegende Dinger. Allein Mirrodin war sehr, sehr nah dran. Oder halt die ganzen alten Artefakte. Das waren Maschinen. Und gut, jetzt ist es Cyber. Das heißt, es ist ein bisschen mehr Richtung Elektrizität, ein bisschen mehr Quickie-Bunti-Blinky. Ich finde, das bricht es überhaupt nicht. Auch Cyberpunk ist eine Art von Fantasy-Universum. Da habe ich echt Bock drauf, tatsächlich. Ja, also ich habe auch mega Bock drauf und es wird wahrscheinlich, bei mir ist, glaube ich, immer der Unterschied dann da, wenn ich die Karten in der Hand habe und wenn ich dann mal sehe, ah, okay, jetzt habe ich hier, keine Ahnung, Hightech Cyber Katana als Equipment in meinem Mittelalter Knights Deck oder so drin und einfach nur, weil es eine gute Karte ist und ich bin mal wirklich gespannt, ob das Feeling bei mir irgendwie verändert. Ich finde, was jetzt die Welt Kamigawa angeht in diesem Neon Dynasty Setting, ich finde das cool. Ich mag, was man mit der Welt macht. Wobei ich gehört habe, ich habe Kamigawa selbst nicht gespielt, aber ich habe gehört, dass Kamigawa sehr, ja, sehr eintönig, langweilig von der allgemeinen Ästhetik sein sollte. Von wegen so dieses traditionell, was man halt unter Japanisch irgendwie versteht. Und da war jetzt nichts Großartiges drin, wo man sagt, oh wow, kreativer Ansatz, cool, jetzt mal richtig überrascht gewesen. Und da finde ich halt, sowas in einem Magic-Set allein zu sehen, ist halt schon mal echt
was Krasses, ja, was anderes. Und ich bin gespannt, weil auch Cyberpunk sich ja immer anbietet für Sozialkritik, für Konsumkritik, ironischerweise. Bin ich mal gespannt, was sie daraus machen, ob dann, ja, ob es da eine kohärente Story gibt, die irgendwie noch zu verbinden ist mit Kaltheim und Strixhaven oder ob es allein die Story in dem Set alleine irgendwie irgendwas Cooles hat, was dazu passt. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal weiter, weil die Frage des Stils lässt sich auch bei diesem Set stellen, und zwar Streets of New Capenna, ein komplett neuer Realm, den wir noch vorher noch gar nicht gesehen haben, ist ja ein urbanes Stadtsetting, wo es Mafia und Gangs gibt. Fünf, glaube ich, wurden quasi genannt, dass es fünf verschiedene Fraktionen geben wird. Es gibt fünf Stück, die alle dreifarbig sind. Genau. Ah ja, cool. Das habe ich tatsächlich noch nicht erfahren. Aber gut, dreifarbige. Stand im Artikel tatsächlich drin. Ah ja, cool. Das finde ich ziemlich nice. Natürlich nicht. genau. Aber halt wie gesagt, diese fünf dreifarbigen Fraktionen bzw. Gangs, die von Dämonen geleitet werden, das ich ziemlich cool finde. Und wir haben ein Bild gesehen, was mir schon diesen Flavor so ein bisschen verkauft hat. Denn auch da würde ich sagen, okay, ich habe erst gedacht, so, okay, urbanes Stadtsetting, jetzt kommt irgendwie was, das New York von heute oder so, und dachte so, oh, ich weiß nicht, ob ich das so cool finde. Aber sie haben es echt cool geschafft, so klassische Fantasy-Geschichten mit halt so, also dieses typische 50er-Jahre-Stil, habe ich es jetzt mal beschrieben, mit Leuten in Anzügen, mit sehr viel Prunk, mit sehr viel so Mafia-Film-Ästhetik, aber dann halt Leuten mit Hörnern, Dämonen, Flügelleute und halt Elsbeth soll wieder auftauchen. Finde ich cool. Und auch dieses dreifarbige Theme, muss ich auch sagen, macht mir das Set wirklich auch ein bisschen schmackhafter. Wie siehst du das denn? Ja, für mich ist das Mean Streets of Gutgezahn. Das ist ein Hearthstone-Set, wo es um Mafia-Bosse ging und ihre Clans, die drei Fraktionen immer hatten. Mhm. Und ja, also es jetzt gerade nach den ganzen Hearthstone-Arena-Vergleichen, die wir in letzter Zeit so geführt haben, ja, vielleicht, ich meine, Blizzard hat einige Leute abgegeben, die da gekündigt haben. Vielleicht hört man demnächst mal, dass da vielleicht etwas eingestellt wurde bei Wizards. Ich weiß es nicht. Ich freue mich drauf. Ich finde dreifarbig immer geil. Klar, zweifarbig ist schön. Strixhaven, schön. Ravnica, Name vom Podcast, schönes Set. Aber dreifarbig. Ja. Dreifarbig ist für mich so das macht ganz, ganz viel weg. Und ich habe da Bock drauf. Ich freue mich da richtig drauf. Das Flavor gefällt mir unendlich schön. Ja. Wie gesagt, als ich im Artikel gelesen habe, das sind dreifarbige Sachen, fand ich es großartig. Im Stream hatte ich so ein bisschen so die Befürchtung, dass sie halt die fünf Gilden, die jetzt nicht in Strixhaven gemacht wurden, da wieder aufleben lassen. Dass wir jetzt einfach Ravnica in zwei Sachen, in eine Schule und in eine Gangsterville eingebläut haben. Da fand ich ein bisschen schade. Nachher, wie gesagt, Artikel lesen ist besser als Videoschauen. Dann hast du da drinstehen gehabt, dreifarbig, und ich war direkt noch mal 10.000 Mal mehr hyped. Auf jeden Fall. Ich habe es, glaube ich, im Stream so ein bisschen beschrieben als ein düsteres Ravnica. So wirkt es halt ästhetisch. Ja. Eben ne, diese typischen Ravnica-Flavor, die sind von dieser Stadt Plain einfach. Nur halt jetzt mit von Kriminellen regiert quasi. Und das fand ich halt schon, ich finde es glaubhaft, in so einem Setting halt trotzdem noch Magie und Schwerter und diese ganze Fantasy-Tropes zu haben. Und ich bin halt wirklich gespannt, was sie damit machen, weil auch gerade, dass halt Demon-Crime-Families quasi den Fokus bilden, also wo quasi die Bösen im Fokus sind, das passiert ja jetzt auch nicht so häufig in Magic. Und dementsprechend bin ich mal wirklich gespannt, was sie damit machen. Also klingt ziemlich, ziemlich cool. Ich bin gespannt, ob sie irgendwo eine Tommy-Gun verstecken. Das wäre geil. So, ja, wirklich so knarren einfach. Ja. Aber dann haben wir ein vertrautes Plane. Alte Spieler von früher kennen es natürlich in- und auswendig. Und selbst die aus den letzten paar Jahren werden es auch noch kennen. Haben Dominaria United. Podcast kurz drüber geredet. Entschuldigung. Haben wir? Ja, ganz am Ende haben wir noch drüber geredet, dass ja auch das Set sein könnte. Die Erwartungen. Dass du das besonders cool fändest, wenn es das wäre. War ja. Das stimmt. Genau, da wurde ich ja direkt doppelt überrascht. Ja. Genau, Dominaria United. Wir kehren quasi noch mal zurück nach unserem letzten
Ja, nach unserem letzten Besuch in Dominaria. Und es ist diesmal quasi, dass alle Fraktionen irgendwie Frieden geschlossen haben, ist, glaube ich, die Plotline. Oder zumindest, dass man die verfeindeten Fraktionen kommen sich etwas näher und vereinen sich dort quasi. Und das Ganze wird ja das Anfangsevent sein oder die Anfangszeit von der 30-jährigen Anniversary zu Magic the Gathering, was auch krass ist. 30 Jahre gibt es dieses Kartenspiel einfach schon. Und hier haben wir ganz klassische High-Fantasy-Magic-Setting. Hier werden Charaktere auftauchen. Wahrscheinlich wird wieder eine Weatherlight kommen. Wahrscheinlich gibt es irgendwie einen Teferi und einen Kahn, der da noch mal rumspringt und so weiter. Hast du Bock? Ist das so ein bisschen deine Wohlfühl-Bubble auch? Genauso wie absolut, absolut. Das ist meine Heimat. Das ist Magic, wie ich es kennen, lieben und spielen gelernt habe. Natürlich trotzdem weiter kamen danach die Planes, aber meine erste Zeit habe ich nur auf Dominaria, ohne es zu wissen natürlich, nur auf Dominaria verbracht. Und ich kenne die ganzen Leute. Also ich habe es auch neulich nochmal beschrieben gehabt. Ich fand es bei dem Dungeons & Dragons zum Beispiel super schwierig. Ich hing da und dachte mir so, cool, da ist eine Karte, die wird dritt, kenne ich nicht. Und alle um mich herum, oh, Driss Urden, total geil, oh, krass. Gibt's als Magic-Karte? Ich hing da und dachte mir, cool, das ist eine Magic-Karte, wo alle anderen feiern, nur ich nicht. Das finde ich uncool. Wenn ich aber so einen Kahn habe, dann kann ich feiern und sagen, oh, voll geil, Kahn. Und alle um mich herum, die halt nichts mit Magic tun, dann gucke ich an so, was ist das denn für einer? Und das finde ich gut. Ich meine, bei dir ist es ja pure Nostalgie, weil für dich war es ja, glaube ich, eins der ersten Sets. Also ich glaube, das kam schon so ein solides Jahr oder halbes, dreiviertel Jahr schon rein, weil ich habe ja quasi mit Hour of Devastation angefangen, dann kam halt nochmal Ixalan, zwei Sets. Ja, stimmt. Und dann halt auch erst Dominaria. Also es ist schon ein bisschen schon drin gewesen und da wusste ich schon, wie man Standard spielt zumindest. aber ja, es war ein sehr, sehr bemerkenswerter Plane und halt auch ein sehr geliebtes Plane. Auch so ein typisches Set von damals, wo ich mir denke, davon eine Boosterbox im Regal stehen zu haben, wäre richtig geil. Weil nicht nur waren die Karten nice und halt natürlich Teferi, glaube ich, hat er zum ersten Mal wieder sein großes Debüt quasi gezeigt in seiner neuen Version. Und seitdem kam er ja noch mal ein paar Mal häufiger vor. Ich freue mich halt auf die klassische Fantasy. Ich bin vor allen Dingen, also da kommt wieder das Problem Reserved List. Und wahrscheinlich kann man nicht so viele Reprints von alten Karten machen, wie man gerne hätte. Aber ich habe mir schon gedacht, boah, wenn sie da jetzt nicht coole Reprints reinpacken, die so für Standard noch okay sind, die aber für ältere Formate sehr relevant sein könnten. Ein Vorschlag im Stream wäre Mishra's Bauble gewesen, wo ich denke, wie viel Schaden kann das ein Standard schon machen? Und es wäre wieder notwendig. Wenn, dann kommt sie nicht in diesem Set, in diesem Quartal. Man muss jetzt dabei ganz kurz sagen, bevor wir da weiter hingehen, es ist der Slot, also der Q3-Slot, ist der Slot von den ehemaligen Hauptsets. Das ist der Slot, den jetzt auch Magic Adventure of the Forgotten Realms eingenommen hat. Den auch damals Dominaria schon eingenommen hat, weil Dominaria hat ja damals auch ein Hauptset übernommen. Deshalb waren die Karten zwar nicht die überkrassesten Klasse-Karten wie sonst was, sie waren wunderschön und sie waren okayisch, aber sie waren halt nicht überkrass, weil sie haben nur ein Hauptset ersetzt. Und ich glaube, ich bin mir noch nicht sicher, ob das auch da passieren kann, dass es ein bisschen daran krankt, dass das Set eben auch in diesen Slot gedrückt wird, das eben ein Hauptset ersetzt. Auf der anderen Seite, wenn nicht Dominaria, wüsste ich nicht, welche andere Sachen sie in diesen Hauptslot drücken sollten. Weil wir haben bei Adventure of Forgotten Realms gesehen, bei allem anderen drehen die Leute eben die Hälse um. Ja, also tatsächlich, mir war nicht so bewusst, dass die Leute so sehr nach einem Core-Set verlangen. Aber ich meine, wenn dieses Set die Rolle eines Core-Sets übernehmen soll, was ja Dungeons & Dragons gar nicht erst wollte, es kam halt nur zum Slot raus, wo ein Core-Set rauskam, dann gibt's ja kein tatsächlich. Nee, es war von Designer-Seite gesagt, dass es nicht quasi die Rolle eines Core-Sets, also inhaltlich, designtechnisch, soll es kein Core-Set darstellen. Nicht, aber ich glaube, sie haben es mit Absicht an diese Stelle gesetzt. Das kann sein. Aber wie gesagt, es waren jetzt nicht so Evergreens drin, die man halt so erwartet in einem Core-Set. So typisch beginne hier mäßiges für Magic-Spieler. Aber das war Dominaria 1 auch nicht. Dominaria 1 war ein Light, also ein Magic Light, in Anführungsstrichen, was jetzt nicht super einfach ist, so nach dem Motto, meine Kreatur ist ein 3-Mana-2-2 Flieger, sondern sie hatte schon so ein bisschen Interaktion mit drin, sowas wie Wizards, die Karte kostet 2-Mana, Wizards Lightning, die Karte kostet 2-Mana weniger, wenn du Wizards kontrollierst. Aber auch das ist sehr, sehr basic gewesen im Vergleich zu Double Motive CF Karten, die 15.000 Effekte pro drei Seiten haben und was nicht alles. Und
wenn das in diesem Slot kommt, wie gesagt, Dominaria ist dafür einfach prädestiniert, wenn das ähnlich aufgebaut werden sollte. Wäre auf jeden Fall schön, wenn sie es machen würde. Aber sie haben ja nicht nur eine Chance auf Dominaria, sondern direkt zwei Chancen. Das vierte Quartalset wird, ja, ich wollte fast sagen, ein Retro-Set, aber nicht missverstehen. Es ist immer noch ein Standard-Set, aber es spielt thematisch vor 30 Jahren zur Storyline der Brothers War. Und deswegen heißt das Set auch The Brothers War. Also wieder Dominaria, nur sehr, sehr, sehr viel früher, bevor es zerstört wurde von Urza und Mishra in ihrem ewigen Krieg. Ich weiß es gar nicht. Das ist halt, weiß man's? Ich sagte, was? Ach so, ja. Ich hab ja gesagt, ich wollte unbedingt mal das The Brothers War Buch mal lesen, aber ich finde es leider online nirgendwo. Und ich hoffe, vielleicht bringen sie es jetzt zum Set ja noch mal raus. Das wäre ja mal was. Neuauflage, das wäre Hammer. Weil die neuen Bücher, die scheinen ja alle nicht so ganz super zu sein. Dann sollten sie über die alten einfach noch mal bringen. Kaufe ich auch noch mal, kein Problem. Ja. Aber ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Dominaria war das originale Plane, wo die ersten Sets drauf gespielt haben. Da gibt's alles von Shivan Dragons bis halt zu Sarah Angels und halt eben Urza und Mishra. Und wir werden jetzt kein Retelling bekommen, also im Sinne von, sie erfinden noch mal Neues dazu, sondern sie wollen wirklich diese Geschichte einfach noch mal beleuchten in diesem Set. Also es wird jetzt keine Retcons geben für alle Story-Fans da draußen. Es geht halt nur hauptsächlich um halt eben den Kampf zwischen Urza und Mishra. Und das heißt auch nicht, dass Urza jetzt quasi wieder lebt. Also das war meine erste Annahme, als sie es revealed haben in dem Video von wegen, was, Brothers War? Beide leben wieder, irgendwie Zeitreisen und sie sind irgendwie wieder da. Aber nein, es ist wirklich einfach nur früher angesetzt. Und erzählt jetzt nicht die Geschichte weiter, wobei wir auch von dem Punkt auch schon weg sind. Aber ja, Brothers War, freust du dich drauf? Und, ohne Ende. Ohne Ende. Was erwartest du denn? Ich erwarte eine Menge Artefakte, eine Menge Maschinen und den Old Frame. Das sind die drei Sachen, die ich wirklich erwarte. Mishras Bubble, Ursas Bubble. Eine von beiden, hoffe ich. Hoffentlich Mishras, weil Ursas wäre dann auch modern legal und das wäre egal. ich freue mich unendlich drauf, weil die Story ist wunderschön. Das ist eine der Stories, die ich zuallererst gelesen habe, die mich richtig gefesselt haben. Deswegen, wenn sie ein Reprint von diesem Buch machen würden, ich würde das so hart feiern. Und ich glaube auch, ist das Buch eigentlich auf der Reserved List? Ist das Buch eigentlich auf der Reserved List? Gefühlt sind alle Bücher auf der Reserved List, weil sie haben schon Ewigkeiten einfach auch das Mirrodin-Bücher, die Kamigawa-Bücher, sie hätten die lange als Neuauflage mal drucken können, aber gefühlt sind die alle auf der Reserved List und mittlerweile teilweise echt teuer. Und dementsprechend wahrscheinlich. Ich freue mich halt ein bisschen drauf. Ich hoffe, dass sie ein paar ältere Karten aus dem Ursas Legacy und so weiter mal reprinten. Nein, es werden keine Reserved-Karten gereprintet, aber zumindest ältere Sachen, die halt da reinkommen könnten, wären da halt echt ganz cool zu reprinten. Und wie gesagt, eine Menge Artefakte. Artefakte, beide sind Artefakt-Magier und Ja, ich erwarte auch, dass es nicht ein reines, aber natürlich ein hauptsächlich artefaktgetriebenes Set war. Das Artwork zeigt auch ganz viele Maschinen, Golems, das eben, was du auch eben schon meintest, dass halt wir nicht zum ersten Mal irgendwelche Roboter sehen. Und ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was es damit auf sich hat. Und ich freue mich vor allem, diese Story dann halt eben mit neuen Artworks, mit neuen grafischen Darstellungen und halt eben Dominaria gerade im kompletten Kontrast zu dem zu sehen, wie es halt ein Set vorher war. Ich bin mal gespannt, wie diese Sets halt eben sein werden. Aber ich bin von der Auswahl zumindest klar. Wir haben jetzt 3 von 4 sind Planes, die wir schon besucht haben. Aber ich finde also es gibt jetzt keins, wo ich mir denke, so, nee, habe ich jetzt erstmal keinen Bock drauf. Also kein typisches wie bei Strixhaven, wo es damals angekündigt wurde, okay, das ist Harry Potter, das Set. Also sowas habe ich jetzt nicht. Und ich finde alle Sets eigentlich ziemlich cool. Ja, ich auch. Also ich freue mich drauf. Die Standardsachen sehen sehr, sehr cool aus. Ich kann mir bei allem was vorstellen. Mhm. Ich gehe mir davon aus, sie gehen in eine völlig andere Richtung wie das, was wir uns vorstellen. Und am Ende wird es dann doch wieder was ganz anderes. Aber so von den Ankündigungen der Ankündigungen finde ich es großartig und freue mich tatsächlich auf die Standard-Sets und zwar auf alle 4 und ich kann mir unter allen 4 was vorstellen, was ich seit Jahren nicht konnte.